Andreas Lemmel von der CDU-CSU-Fraktion das Wort. Ja, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ja, was soll man denn nun sagen, Herr Kekkonen? Die Grünen bleiben im Prinzip ihrer alten Linie treu, alles verbieten, alles stoppen, sozusagen alles negieren, was eigentlich erreicht worden ist. Und es stimmt einfach auch überhaupt gar nicht, was Sie zu den einzelnen Punkten gesagt haben. Frau Hensel, da können wir noch drüber diskutieren. Wir haben ja noch die Möglichkeit. Frau Hensel, ich meine, auch bei Ihnen war ja wieder, Ihre übliche Rede, Ablehnung, Handel, das ist ja sozusagen linke Position sowieso. Und was heißt denn Freihandel? Was ist denn der Unterschied zwischen Handel und Freihandel? Das müssen Sie mir mal erklären. So, und Herr Rabe, ich meine, Sie können gerne Ihre Position hier darlegen, nur ich habe nichts schriftlich gesehen, dass die Bundesregierung ihre Position geändert hat. Mir liegt eindeutig das Schreiben, allen liegt vor, von Herrn Maas, der als Reaktion auf das Gutachten des Deutschen Bundestages noch mal schreibt, dass alles noch mal geprüft worden ist und dass seine Position unverändert ist. Da können Sie doch jetzt nicht hierher gehen und sagen, ich habe mal mit dem Minister gesprochen, jetzt hat er seine Position beendet. Also ich meine, wenn sich Ministermeinungen ändern, eines Justizministers, der ja immerhin eines der Minister ist, die im Prinzip die Verfassungsmäßigkeit dieser Dinge prüfen muss, dann verwundert uns das. Aber es hätte ja können zumindest schriftlich vorher mal eingereicht werden. Als nächster Punkt muss man noch mal deutlich sagen, es ist überhaupt nicht an uns. Herr Lemmel, lassen Sie eine Zwischenfrage zu. Nein, ich lasse keine Zwischenfrage zu. Keine. Es ist überhaupt nicht an uns, meine Damen und Herren, die Frage zu prüfen, ob diese Abkommen gemischt sind oder ob sie nicht gemischt sind, sondern es ist eine Prüfung, die in Brüssel stattfinden muss. Und das wissen Sie eigentlich ganz genau, dass wir überhaupt hier gar keine Entscheidungsbefugnis haben. Denn Ihnen ist es ja bekannt, dass im Vertrag von Lissabon die Kompetenz zur Verhandlung von Handelsabkommen nicht mehr in Deutschland, nicht mehr in Berlin liegt, sondern in Brüssel. Und genau dort wird auch die Frage zu beantworten sein, welche Abkommen sind gemischt. Und da gibt es klare Regularien, das wissen Sie ganz genau. Und welche sind keine gemischten Abkommen? So, und ja, das können Sie sich ja gerne dann noch mal melden. So, also muss man noch mal deutlich sagen, es liegt die Stellungnahme vor von Herrn Minister Maas. Das ist für uns natürlich die Leitlinie. Und noch mal zu den Inhalten, Herr Kekkonen. Die mehr, die Sie verbreiten, ja, dass praktisch jetzt dieses Wirtschaftspartnerschaftsabkommen die regionale Integration verhindern würde. Wissen Sie, wenn Sie sich das Handelsaufkommen überhaupt mal anschauen, der Handel zwischen Europa und Afrika, dann wissen Sie selbst genau, dass der verschwindend gering ist. Und dass wir natürlich mit diesen Wirtschaftspartnerschaftsabkommen versuchen, indem sozusagen alle Zollschranken in Europa fallen für Exporte aus Afrika nach Europa, ist das doch ein Riesenvorteil. Das ist doch das, was Sie früher immer beklagt haben, dass wir praktisch Schutzzölle errichten, dass Schranken errichtet werden, damit Produkte aus Afrika es hier in Europa schwer haben. Das Hauptproblem ist doch, dass, wenn Sie mal den Handel in der Europäischen Union sich angucken, 65% der Ausfuhren aus Deutschland gehen nur in die Länder der Europäischen Gemeinschaft. Und genau das ist das Ziel der regionalen Kooperationen in Afrika. Sie haben die ECOWAS, Westafrika, Sie haben die Ostafrikanische Gemeinschaft und Sie haben die SADC. Und genau das ist doch das Ziel dieser Gemeinschaften, Wirtschaftsgebiete, größere Wirtschaftsräume zu bilden, innerafrikanischen Handel erstmal zu organisieren, damit die afrikanischen Volkswirtschaften auch wirklich wettbewerbsfähig werden gegenüber dem Weltmarkt. Und wenn Sie die deutschen Einfuhren aus Afrika, was Sie betrachten, meine Damen, das sind 2% unseres gesamten Handelsvolumens. Und wenn Sie dann mal noch den Anteil Südafrikas abziehen, dann ist das weniger als 50%, das heißt also weniger als 1%. Unser Interesse,
Unser Interesse mit diesem Wirtschaftspartnerschaftsabkommen liegt doch ganz eindeutig darin, den afrikanischen Volkswirtschaften zu ermöglichen, Güter zu exportieren, ihre eigenen Wirtschaften zu qualifizieren, Produkte zu entwickeln, die weltmarktfähig sind, meine Damen und Herren. Und deswegen kann ich nur sagen, wer jetzt diese Wirtschaftspartnerschaftsabkommen stoppen will, wie Sie oder wie Sie das verzögern wollen, den kann ich nur sagen, Sie helfen damit den Ländern in Afrika null. Und genau das ist die, und genau das ist der Punkt, was Sie wahrscheinlich auch wirklich im Schilde führen. Vielen Dank. Damit schließe ich die Debatte.